Hallo Freunde, heute zeige ich euch, wie man eine Klaviatur erstellt. Dazu nehme ich einmal das Rechteck und ziehe eine Taste von einem Klavier auf. Die mache ich in Weiß. Füge dabei eine Kontur hinzu. Von 1 mm und runde die Ecken noch ein wenig ab. Jetzt klone ich die Taste ein paar Mal, indem ich auf die Taste klicke und dann einen Klon erstellen, hier mit diesem Symbol. Und das Ganze 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt positioniere ich die Tasten hier genau nebeneinander. Und ich gruppiere die weißen Tasten schon mal. Und jetzt füge ich noch die schwarzen Halbtontasten hinzu. Dazu nehme ich wieder das Rechteck. Und erstelle hier eine Taste, die sowohl kürzer als auch schmaler ist. Und färbe sie in schwarz. Diese klone ich jetzt 6 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann schiebe ich sie in die Zwischenräume. Die Zwischenräume gruppiere ich jetzt ebenfalls mit STRG. Jetzt wähle ich Ausrichten und Verteilen und klicke dann auf Vertikal Zentrieren. Und jetzt sind die schwarzen Tasten genau in der Mitte von den weißen Tasten. Allerdings sind es jetzt ein paar zu viel. Daher gehe ich jetzt auf Objekt und Gruppierung aufheben. Jetzt entferne ich hier eine Taste und diese Taste entferne ich ebenfalls. Beim Klavier gibt es immer 2 schwarze Tasten nebeneinander, eine Lücke und 3 schwarze Tasten nebeneinander und dann wieder eine Lücke und dann wiederholt sich das Ganze. Ich kann die Noten jetzt auch mal beschriften. Die Noten sind alphabetisch geordnet mit einer Ausnahme. Nämlich, dass nach dem A ein H kommt. Also es ist nicht A, B, C, D, E, F, G, sondern A, H, C, D, E, F, G. Und das B ist in diesem Fall hier der Halbton. Ich kann euch auch hier nochmal zeigen, wie sich das dann anhört, wenn ich von C zu C gehe. Jetzt C, D, E, F, G, A, H und wieder C. Und wenn ich jetzt auf Play klicke, seht ihr auch, wie sich das hier unten abspielt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.